Kommt da. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Unforgiving, in eurem Hymne. So. Ich mag so Spiele nicht, wo man sich so gar nicht wehren kann. Der hat voll Spaß. Nimmt ihr denn keine Steine oder sowas mit? Ja, ja, ne? Oder hier irgendwie so. Überall Holzbretter. Gemein, aber. Kleiner Stinker. Was ist er denn? Er hat voll Spaß. Ja. Boah, da stehen sogar Dosen auf dem Boden, wie gemein. Da ist er. Weißt du, oder so einen Stein nehmen und dann an Dosen werfen, ihn so ablenken. Wo ist er denn jetzt hin? Ich sag ja, ich will den Großen wieder haben. Oh, das sind mehrere. Kann es das sein, dass sie blind sind? Das sind ja voll viele. Das Licht checken die nicht? Weiß nicht. Der eine ist eben aufgestanden. Ja doch, gucken schon. Das ist die Frage, wo hier unser Ding ist, was wir spielen müssen. Ich verfolge die Kabel. Die sind hinter dir her. Hier da oben. Ah, okay. Am Futtern. Macht sie. Oh. Macht kein Licht an. Ich brauche aber Licht, sonst sehe ich nicht, ob hier Dosen auf dem Boden stehen. Die scheinen nur auf Geräusche zu reagieren. Würde ich jetzt mal fast sagen, ne? Ja. Ist ja gespeichert. Wenn ja immer mehr. Die ganze Höhle ist voll. Schmies. Dein Licht geht gleich aus. Mhm. Oh, guck mal, der Arm, Alter. So, müssen wir wahrscheinlich hin. Ich habe keine Ahnung. Geht's ja überall lang. Achtunddreißig gute Taten. Aha. Unter hohen Bergen und tiefen Wäldern. Märchen für Kinder. Was ist das? Das ist so eine Filmdose, oder? Das ist auch so, als wenn da so ein 35mm Film reinpasst. Bah.
Aber ein Glück mit den Streichhölzern, dass man hier Ja, genug weil kriegt, ey. eigentlich von der Theorie müssten die darauf reagieren, wenn du es allein wenn du es anmachst. Stimmt. Wegen dem Wechsel allein schon. Ja. Brauchen wir bestimmt irgendwas, oder? Speichert die ganze Zeit. Ah, da ist das Ding. Die lasse ich hier mal eben. Okay. Dann will ich aber da oben kurz mal gucken. Sie sind hungrig. Sie flüstern. Ich bin blind. Überall noch lang. Mama hat jetzt aufgehört zu weinen, Karen. Ist das Mama? Der falsche Gott verbannte ihn in unsere Welt. Der falsche Gott versuchte, das Instrument zu stehlen. Doch in seiner unendlichen Weisheit warf Odin den falschen Gott aus Asgard hinaus. Auf diese Weise konnte der falsche Gott die Realitäten nicht nach seinen eigenen Wünschen formen und uns alle verderben. Kriegen wir es jetzt noch mit einem bärtigen Mann zu tun? Und ich vermisse Mama und Papa. Gott, guck mal, die sind beide schon tot. X-Augen. Haben wir eigentlich an? Sneakers. Oder Converse. Wir haben gerade mal die Hälfte von diesen Collectors gefunden. Gut, dann spielen wir mal Harfe. Dann müssen wir den ganzen Weg noch zurück wieder, ne? Ach, oder nee, wir sind da drunter. Toll. Ach, das ist das Ding, was hier reingekracht ist. Es geht einfach nur aus der Straße jetzt. Jetzt kommen die alle angerannt. Aber irgendwas ist. Oh fuck. Nein, ich bin unter der Treppe. Da. Das ist die Treppe nach oben. Ich weiß nicht. Hier. Vielleicht sind wir denn unten. Das macht einen voll nervös, ne? Ja. Weil du die auch nicht siehst. Ich glaube, du musst da unter. Da muss ich irgendwo. Ich weiß es nicht. Da wäre ein Pfeiler. Aber ich weiß nicht, ob ich dem trauen würde. Ja, wer macht denn die Pfeile? Die gehen runter, die Pfeile. Ah, okay. Ich habe nur den einen gesehen.
Ich glaube, ich muss hier durch. Geht's denn hier hoch? Luft. Da müssen wir. Da, ja. Ah. Lauf, 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 lauf. Lauf! Was? Oh, ich renne einfach. Sie kommen! Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist für mich zu klein. Zum Glück hat die keine Ausdauer, ne? Die rennt einfach nur. Gut. Boah. Rennen die mir immer noch hinterher? Weiß ich nicht. Sitzen sie da und hören zu. Ich hoffe nicht. Hä? Jetzt spielt sie denn jetzt? Okay. Ein großer Raum. Ja. Was? Sind das Medikamente? Und alles Medikamente. Das ist doch noch ihr Entzug. Okay. Spritzen. Ist das so eine Art Sprung in die Freiheit? Kommt drauf an. Soll ich? Ja, du hast, glaube ich, keine Wahl. Wir wollen aber mit Anlauf. Warte mal. Wenn wir jetzt so aushalten. Ich weiß nicht. Auch nicht. Ja, ich glaube, springen, man muss schon springen, aber das hätte so sein können. Mhm. Na dann. Hoffen wir. Keine Streichhölzer. Das ist der Typ, ne?
können wir nicht. Duett spielen? Zum Mitspielen? Ja, bringt nix. Ja? Ja. Vilken duktig flicka du har visat dig att vara. Du lyckades ta dig ända hit till mig. Och nu kan jag äntligen besitta den. Den gyllene. Jag kan se giftet flöda genom ditt blod. Men som jag har lovat ska jag avsluta ditt lidande. Mm, har jag också. Jag ber om i utbyte är det du bär på. Den gyllene. Ja. Ge den till mig. Sådär. Det återstår såklart ett litet hinder. Du tog dig hit. Duktig flicka. Men nu måste du komma ut igen. Was? Was? Ich kann mich nicht bewegen. Was? Hä? Sie hören dich nicht dran. Ja, toll. Ja, das ist, glaube ich, eher auf die Kleinen. Ja, glaube ich auch. Der Typ kommt ein bisschen spät. Ich konnte jetzt aber nicht in die andere Richtung rennen. Hä? Kommt da einfach so eine Hand? Hallo? Ja? Spiel? Ich kann nicht in die Richtung rennen. Geh hier rum? Was? Was ist das? Das ist irgendwie ein bisschen strange. Ich wäre auch dahin gelaufen. Kannst du nur auf und zu? Ja. Oder, weiß ich nicht, vielleicht zur Seite? Na bravo. Was ist das denn jetzt, ey? Ich kann rückwärts laufen. Aha. Es sieht nach dem Ausgang aus. Ach, sie läuft auch. Oh. Das ist Laufen? Ja. Man erkennt das überhaupt nicht. Okay. Komisch. Deswegen dachte ich, dass sie... Ja, ich hab's auch nicht als Laufen angenommen. Ja, Freiheit. Lauf. Es ist hell. Durchbrich den Kreis. Schöne Lügen dich, mein duktiger Flicker. Har du kanske bevittnat det här förut? Att se dig lida? Kom på gång.
sondern liege im Vordersee. Den Herbst und den Wackerste, der dort von dem Mies. In einem glänzenden Tardei, wo dort der Jen kommt die Mädchen. So hat er den Lecker. Jen, oh Jen. Just so. Fina flicka. Sparka din stackars broder. Som du aldrig trodde att du skulle få se igen. Kom. Das beginnt von vorn. Ja. Ihre eigene kleine Hölle. Toll. Aber warum tritt sie ihn denn? Hätte sie ihn nicht einfach nicht treten können? Wahrscheinlich hat sie sich gar nicht unter Kontrolle. Strange. Ja. Ich habe ein anderes Ende erwartet, ehrlich gesagt. Also es mit einem Entzug wäre für mich irgendwie... Ja, ja, irgendwie schon, ne? Hätte ich irgendwie... Auch weil da... Naja, sie ist halt drogenabhängig, ne? Ja gut, vielleicht ist es ja auch der Entzug. Vielleicht ist es ja ihr Trip. Ja, aber da stand ja das... Das weiß man ja nicht. Das hatten wir ja noch gelesen mit der... Die immer wieder... Das Durchleben. Stand da in dem einen Buch drin, oder? Tja. Arme Sau. Keine Drogen nehmen, Leute. Dann passiert sowas nicht. Ne? Ja, dann kommen keine kleinen Geigenmännchen, die dich immer wieder an Ort und Stelle schicken, wo du gar nicht hin willst. Version 1.1.2. Aber war an sich schon ganz cool gemacht, würde ich sagen. Also hatte auf jeden Fall Atmosphäre. So im Vergleich jetzt zu so ein paar anderen Horrorspielen. Hat es mir schon doch ganz gut gefallen. Extras. Folklore. Ja. Da haben wir ja nicht alle. Noch? Credits, die hatten wir gerade, ne? Ja. Na gut, ihr Lieben, dann danken wir fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann in irgendeinem anderen LP wieder. Ne? Mhm. Also, tschüss. Tschüss.